Hi, was geht ab? Ich habe ein wenig privat weitergespielt und nur ein bisschen was gebaut. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also hier ist meine neue Villa, dazu kommt ein Dock und ein Bootshaus. Nee, Spaß, bei uns sieht es immer noch so aus, wie wir es verlassen haben. Leider. Für so krasse Bauten wäre ich auch viel zu unfähig. Apropos. Kelvin, meine allerliebste Naturkatastrophe. Na, wie ist die Lage? Ach Mann, wenn ich den Kerl sehe, gäbe es nichts, was ich ändern wollen würde. Außer die Richtung, in die ich blicke. Und das Spiel gab mir auch direkt einen Grund dafür in Form eines armen kleinen Ureinwohners, der sich wohl beim Spielen an meinem Verteidigungswall verletzt hatte. Mit einer kleinen Grußkarte und ein paar Blumen wird es ihm aber bestimmt schnell besser gehen, dachte ich mir. Doch als der Lümmel anfing, an meiner Mauer herumzukloppen, strich ich die ersten drei Buchstaben von meinem Mitleid, legte die Grußkarte im Angriffsmodus und beendete meinen Zug. Sehr effektiv. Shit. Es wurde jetzt mal Zeit, hier ein bisschen klar Schiff zu machen und meine popelige Heimat in eine ernstzunehmende Festung zu verwandeln. Mit einer zweidaumigen Blättermethode, die mein Kollege aus Tschernobyl beigebracht hatte, verschaffte ich mir einen Überblick über die mir zur Verfügung stehenden Bauwerke und Methoden. Doch schnell wurde mir klar, ich brauche Holz. Und zwar eine ganze Menge. Wie von Zauberhand kam auch schon mein Fluch und Segen namens Kelvin angewatschelt und wollte mir bei meinem Vorhaben behilflich sein. Obwohl ich den leisen Verdacht habe, dass der Typ seine Chipspackungen mit der Schere aufmacht, war ich leider Gottes auf seine Hilfe angewiesen und weihte ihn vertraulich in meine komplizierte Expansionsplanung ein. Dabei entdeckte ich noch, dass ich Kelvin andere Klamotten geben konnte. Kelvin, mein Bester. Nun, gehoben, stilvoll gekleidet, aber von der Intelligenz her noch immer lediglich peripher tangiert, nahm er seine Aufgaben dankend an und machte sich auf den Weg nach draußen. Kelvin, da geht's nicht raus. Kelvin, da... What? Spontan manifestierte sich in meiner psychophysischen Konstitution eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine existente Individualität seiner Person. Ich war begeistert von Kelvin, wollte ich sagen. Sorry. Dieses Outfit von ihm macht mich einfach irgendwie... Aber das macht was mit mir. So, warte, ich muss hier kurz ein paar Tabs schließen, dann geht's sofort weiter. So, ich, ein auf der Erde wandelnder Normalsterblicher und nicht im Besitz von Kelvins Fähigkeiten, habe mir einen Durchgang mittels einer Tür verschafft und fing fröhlich an, auf Holz herumzuhacken. Nein, Kelvin, dein Kopf ist sicher. Fürs Erste. Und Kelvins übermenschliche Fähigkeiten nahmen kein Ende, denn ich durfte mit ansehen, wie er sich nicht den sonst üblichen einen Stamm schnappte, sondern sich ganze zwei auf seine Schulter schnallte. Hat mich mehr angetörnt, als ich es jemals zugeben werde. Nachdem ich ihm erstmal ordentlich etwas zu tun gegeben hatte, machte ich mich selber frisch ins Werk, einen neuen Verteidigungsring zu ziehen. Zum einen als zusätzlicher Schutz, aber zum anderen natürlich auch, um mir etwas Platz für zukünftige Projekte zu verschaffen. Fix eine kleine Seilbahnvorrichtung installiert, konnte ich die von Kelvin so schön aufgefüllten Stammlager zur benötigten Stelle hin entleeren. Schnell, einfach und effektiv. Alles Begriffe, die meinem Begleiter wohl fremd sind, da ich ihn dabei beobachten durfte, wie er mit zwei Stämmen beladen, komplett außenrum latschte und dann in meinem Haus verschwand, anstatt einfach durch das Tor direkt neben dem Stammlager zu gehen. Oh, Kelvin. Du hast dein ganzes Leben lang Zeit, ein Idiot zu sein. Nimm dir doch heute einfach mal frei. Aber nein, an Feierabend dachte der Kerl hier noch lange nicht, denn als nächste Amtshandlung machte sich Kelvin auf, die von mir bereits an die richtige Stelle transportierten Stämme wieder zurückzubringen. Das war nicht nur unproduktiv sein Uronkel, sondern auch noch extrem stressig, da ich mich nun in einem konstanten Wettrennen mit Kelvin befand. Doch mit dem Platzieren eines weiteren Baumstammlagers, in welches sich die rübergeschickten Stämme automatisch einsortierten und was Kelvin die Möglichkeit nahm, sie mir zu klauen, erklärte ich dieses Rennen fürs Erste als beendet. Kelvin war nicht so angetan davon, dass ich mir mittels meines Gehirnes einen unfairen Vorteil verschafft hatte und setzte sich mir bockig wie ein Kleinkind in den Weg. Und schaut mal, wer zu Besuch gekommen ist. Virginia! Wenn du deine Eltern suchst, die genießen gerade den Ausblick am Rande meiner Base. Nach einer entspannten Nacht bestaunte ich meine noch immer leeren Regenfänger. Mann, ich hab mir den Panzer nur geliehen. Mach mal hinne hier. Ballerte mir einen Steak in den Backen und dann ging es wieder ans altbekannte Tagesgeschäft. Ich schickte Stämme umher und Kelvin machte sich das Leben wieder komplizierter als notwendig. Ja, und so entstand nach und nach meine neue Mauer, dessen Bau hin und wieder durch Virginias bestimmt gut gemeinte, aber reichlich verstörende Geschenke unterbrochen wurde. Doch irgendwie schwand das von Kelvin zu füllende Stammlager sehr schnell dahin und als ich die letzten beiden Stämme herausnahm und die Kollegen nirgendwo entdecken konnte, machte ich mich mal auf die Suche nach ihm und wurde schnell fündig. Ja, da saß er. Meine Güte, guckt euch das an. Die Frage ist ja nicht mehr, ob er Lack gesoffen hat, sondern wie lange der schon abgelaufen war. Kelvin, alles okay? Doch gerade als ich mit meiner Schmerztherapie beginnen wollte, stand er wieder auf und machte sich an die Arbeit. Ich wollte selbiges tun, doch eine Horde verspielter Mutantenbabys kam plötzlich angekrabbelt und so habe ich die Bumsgruppen erstmal willkommen geheißen. Darf ich jetzt meine scheiß Mauer bauen, ja? Ja, das durfte ich. Hin und wieder musste ich zwar noch einen Sprint gegen Kelvins unendliche Gier auf meine sich nicht von alleine ins Lager einsortierende Stämme hinlegen, aber ansonsten ging es echt gut voran. So gut, dass mir wieder die Stämme ausgingen und ich eine neue Seilbahnvorrichtung in Waldesnähe errichten musste. Eine neue Besucherin hielt mich aber von weiteren Bauvorhaben ab und ungläubig betrachteten Virginia und ich die Dame, wie sie meine Mauer emporkletterte. Ja, ich sehe es, Virginia. Mach aber entspannt, ja? Die will nur mal gucken. Als ein weiterer Gast ankam und sich gegen meine niegelnagelneue Mauer warf, hatte ich genug und musste dem Ganzen mal etwas Einhalt gebieten. Und während ich noch versuchte, diesen einen Pixel zu erwischen, bei dem das Spiel mir erlaubte, den verschossenen Armbrustbolzen wieder einzusammeln, brach auf einmal die Hölle los. Wow, holy! Mach ruhig! Hör auf! Hey, sprich ich Spanisch?
Hola, Espanol, Senorita. Wer zur Hölle hat Virginia die Waffe gegeben? Oh, ja, richtig. Dem Kannibalen auf dem Stein da drüben schoss auf einmal eine armbrustfeilige Idee durch den Kopf, über die er erstmal eine Nacht schlafen musste. Und wo ginge das besser als auf meinem hauseigenen Komposthaufen? Ich wollte mich gerade wieder dem sorgenlosen Mauerbau hingeben, als mir das Gejaule und Gejammere einer weiteren Kannibalendame in den Gehörgang stieg. Da das hier eine Festung der Glückseligkeit und Liebe ist, war Trauern natürlich nicht gestattet. Aber keine Sorge, ich hatte da eine permanente Lösung gegen ungebremsten Tränenfluss in der Hand. Ich zeigte ihrer Freundin noch, wie glücklich wir hier jetzt alle waren, und ich glaube, ich lasse den verstörenden Clip, von welchem ich mich hiermit maximal distanzieren möchte, einfach mal für einen Moment laufen. Sieh mich an, ich bin glücklich, ich bin geheilt. Du kannst vor deinem Schicksal weglaufen, aber dich nicht verstecken. Und mit einem Schuss, der ja mal sowas von ins Guinness-Buch der Rekorde eingehen sollte, war auch diese Gruselvorstellung vorüber. Doch eine neue begann sogleich und der Hauptdarsteller sah aus wie ich, wenn ich meiner Kellerbräune mal für 5 Minuten ein bisschen Sonne gönnen will. Elegant führte mir das weggelaufene Ampellicht seinen jahrelang einstudierten Rückenklatscher vor, und nachdem ich auch seinen Kollegen die wunderschönen Abgründe meines Komposts gezeigt hatte, wurde endlich produktiv weitergearbeitet. Virginia hier sah nach der ganzen Gewalt aber nicht so aus, als wäre sie noch zurechnungsfähig, und es ist bestimmt eine gute Idee, dass diese wandelnde Gefahr für sich und alle anderen weiterhin mit einer geladenen Waffe umherrennt. Eventuell sollte man ihr einen Aufpasser zur Seite stellen, aber am besten einen sehr kleinen, versteht er? Nur so sicherheitshalber. Kein Bock mehr auf den stumpfen Mauerbau und Humor, machte ich mich daran, meine Basis schon mal mittels einer Hängebrücke zu vernetzen. Schnell und einfach überall hinzukommen, wo Not am Mann ist oder Kelvin beleidigt werden musste, sollte ein essentielles Designelement meines neuen Reiches werden. In diesem Vorhaben, nur ausgebremst durch das erneut leere Stammlager, hatte ich einen kurzen Schnack mit dem davorstehenden und unglaublich dreinblickenden Kelvin. Ja, siehst du das? Ist leer. Alle. Kelvin, der wieder so ein Licht an, aber keiner zu Hause Moment hatte, wurde von mir erstmal in eine Pause geschickt. Ein Befehl, den er nach Tage der ununterbrochenen Knechtschaft dankend annahm. Mein Spätzchen Virginia nutzte die kelvinlose Zeit, um mir etwas zu zeigen. Also folgte ich ihr ein paar Meter vor meiner Außenmauer, wo sie aufhörte zu laufen, und so tat, als wäre ich jetzt der Weirdo, weil ich ihr gefolgt bin. Sie gab mir einen Blick, der mich an ein fremdes Mädel erinnerte, mit welchem ich nachts mal aus dem Bus ausgestiegen und ihr dann locker 15 Minuten hinterhergelaufen bin. Ich schwöre dir, falls du das hörst, ich musste einfach nur in dieselbe Richtung. Kann ich doch nichts für, dass mein Haus da wohnt. Kein Bock mehr für ihre Shenanigans, machte ich das Beste aus der Situation, indem ich zwei Baumstämme mit zurücknahm, mit welchen ich die Brücke fertigstellte. Kelvins Zeit der Faulenzerei erklärte ich nun auch für beendet, und er erhielt den simplen, aber durchaus wichtigen Auftrag, mein Stammlager zu befüllen. Und ich gestehe ja ein, dass ich manchmal ein bisschen stinkig auf den Guten bin. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, Baumstämme aus dem Nichts zaubern, hat er drauf. Doch nach dem morgendlichen Klebestiftschnüffeln hat der Gute wohl vergessen, seine Hände zu waschen, und ich durfte, konnte, musste seine kläglichen Versuche mit ansehen, die aufgesammelten Stämme wieder von seinen Händen zu lösen. Tja, wie gewonnen, so zerronnen der unendliche Stämmeglitch. Ach ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch irgendwie das Ziel, eine zweite Außenmauer zu ziehen, aus den Augen verloren und mich stattdessen der Erweiterung meiner Behausung gewidmet. Ich schwöre, das ist Kelvins schlechter Einfluss. Aber hey, sieht doch schon mal richtig knusper aus, der zweite Zugang hier, über welchen ich mich nun auch ganz entspannt aufs Dach und zur Hängebrücke schwingen kann. Bei dem Versuch, Kelvin hier davon zu überzeugen, mir zu folgen, ist mir mal wieder klar geworden, wie dankbar ich eigentlich dafür bin, dass der Typ stumm ist. Der würde safe auch beim Sprechen Rechtschreibfehler machen. Auch meine steinigen Überzeugungsversuche blieben wirkungslos. Kelvin, hier. Put, komm her. So stapfte ich alleine von dann, um meine Wut über seinen Ungehorsam an ein paar vom Intellekt her ihm sehr ähnlichen Objekten auszulassen. Ich errichtete noch ein Monument, welches allen zukünftig hierher schwappenden Angriffswellen nur eins sagen sollte. F***t euch. F***t euch. Zu Ehren dieser Gedenkstätte habe ich diesen Absatz des Skriptes auch nur mit dem Mittelfinger eingetippt. Und ratet mal, wen ich davon überzeugen konnte, mir zu folgen. Ich befahl Kelvin einfach mal einen kompletten Kahlschlag zu machen und alles im Umkreis von 20 Metern zu vernichten. Währenddessen beschäftigte ich mich damit, die Mauer mal ein wenig anzuspitzen, um weiteres Darübergehüppe der Spiegeleinwohner zu unterbinden. In der Dämmerung befestigte ich an den beiden Eingängen meines neuen Verteidigungsringes noch ein paar Fackeln und konnte die Mauer dann in ihrer ganzen Gänze bestaunen. Schaut euch an, wie standhaft, schön, sicher und ja, noch nicht ganz fertig sie ist. Beim Einbruch danach ging ich noch irgendeinem Geräusch nach, das aus den Wäldern meine Nähe hallte, doch entschied mich letztendlich dazu, wieder zurückzulatschen und... Meine Güte, hab ich mich da erschrocken. Ihr hättet meine wild zuckende Maus auch gesehen, wenn ich meine Hand zu dem Zeitpunkt nicht am Sack gehabt hätte. Was? Ich hab da ein bisschen Knabberzeug drin. Wie auch immer, als ich mich pennen legen wollte, war mein Bett zu meiner großen Überraschung schon belegt. Aber da die Dame eine meiner treuen Begleiter hier war, gönnte ich ihr die Ruhe natürlich, und eure Aussage, ich würde einen meiner Kumpanen mehr mögen als den anderen, verstehe ich absolut nicht. Ich weiß auch gar nicht, wen ihr von beiden meint. Virginia oder die Evolutionsbremse hier? Der nächste Tag ging auch direkt sehr produktiv mit dem Vorhaben los, eine Seilbrücke hinter meine neue Mauer zu spannen. Ist eine super Sache, und ihr seht auch
später, was ich meine. Und mit später meine ich jetzt. Denn tada, hier können wir jetzt stehen und gehen und die Kannibalen beim Flehen aus Machen sie verschmähen, während wir das Geschehen für Stunden mit ansehen. Jetzt könnt ihr verstehen, wie sehr wir meine Ideen doch gebrauchen können. Was mache ich hier eigentlich? Ach ja, den äußeren Mauerring endlich mal dicht. Aber dabei sah ich ihn. Kelvin, dem ich zuvor befohlen hatte, die Baumstammlager wieder zu befüllen, kam mit einer Gier in den Augen auf meine frisch zur Baustelle beförderten Stämme angewackelt, die mir durch Mark und Bein schoss. In wilder Panik versuchte ich, die herumliegenden Stämme irgendwie zu verbauen und ich muss sagen, dieser Wettlauf gegen diese jacketttragende, unaufhaltbare, grenzdebile Fleischvorrichtung namens Kelvin war vom Stressfaktor her echt nicht zu unterschätzen. Der darauf folgende von Dämonen besessene Todesblick ließ mich innerlich ganz kurz schaudern und ich schwor mir, mich nie wieder zwischen ihn und seine Stämme zu stellen. Aber was ich machen kann, damit ich in Ruhe die herumliegenden Bäumchen einsammeln kann, ohne dass diese von Kelvin entführt werden, war ihm eine andere Aufgabe zu geben. Ich befahl ihm also, ein bisschen Laub für den Blätterteich zu sammeln und damit war der Gute auch erstmal beschäftigt. Und was soll ich sagen? Tada! Die Mauer war fertig. Die Lümmel nochmal fix angespitzt und dann stand ich da, stolz wie Oskar über ein paar aneinandergereihte Baumstämme. Guckt euch an, da! Guck! Vielleicht ist das aber bei Bauwerken wie mit Fürzen. Man mag nur seine eigenen. Ja, nu? Dachte ich mir, also warf ich mal einen Blick aufs Navi und ein violettes Ausrufezeichen in meiner Nähe erregte sofort meine Aufmerksamkeit. Also oppi galoppi, auf mit mir. Unterwegs unterhielt ich mich noch kurz mit einer herumliegenden Bibel, meine Axt sich mit einem Eichhörnchen und dann war ich auch schon da. Ein popeliges Kreuz. Naja gut, ich fing also an zu buddeln. Ich habe mich ja schon im Winter beschwert, dass man eine halbe Ewigkeit rumbuddeln muss, bis man die richtigen Stellen alle getroffen hat, ab welchem einen das Spiel die buddelige Aktivität als abgeschlossen anerkennt. Aber meine Fresse, dieses Grab war eine ganz andere Hausnummer. Wie ein Maulwurf schaufelte ich mich unerbitterlich durch die Erde, doch zum Vorschein kamen nur ein paar Knochen und nutzlose Münzen. Hier musste doch irgendetwas sein, sonst wird mir das Spiel dieses Grab hier doch nicht markieren. Absolut fertig mit meinen eigenen Nerven und diesem Scheißgrab wollte ich schon die Rückreise antreten, doch irgendetwas in mir bewegte mich dazu, sich das Kreuz nochmal näher anzusehen. Und mal auf der richtigen Seite von diesem zu graben. Ja, damit erhält der maulwurfige Grabvergleich von vorhin immerhin noch eine weitere Dimension. Und siehe da, wir finden eine Schrotflinte. Mann, da wird sich Kelvin aber freuen, wenn ich ihm die zeige. Spoiler Alert, hat er nicht. Da mein Schrittzähler so langsam voll war, hatte ich nach einem kurzen Blick aufs Navi auch schon ein neues Ziel ins Auge gefasst. Ein nahegelegenes Elektroeinrad wartete darauf, von mir in Besitz genommen zu werden. Doch dieses Vorhaben führte mich direkt in ein großes Kannibalen-Ureinwohner-Eingeborenen-Lager. Ja, okay, ich habe keine Ahnung, wer von denen was, beziehungsweise was von denen wer ist und sage die ganze Zeit einfach nur random einen der drei Begriffe in der Hoffnung, dass es niemandem auffällt. Schuldig im Sinne der Anklage. Das hier ist aber eigentlich der perfekte Ort, um mal die Schrotze auszutesten. Das gleiche dachte sich auch dieser riesige Eingekannibalenwohner und bot sich mir sogleich als Testsubjekt an. Zwei ganze Schüsse hat der Boy geschluckt, was ganz schön gierig von ihm ist, wenn man bedenkt, wie viel hier noch für eine kostenlose Ladung Schrot anstehen. Die Wumme für durchaus gut befunden steckte ich aber erstmal aus Munitionsspargründen wieder weg und erledigte die restlichen Gesichter mit meiner trusty Armbrust. Manche von ihnen bettelten um Gnade, doch wie ein Kannibale, der zu spät zum Essen kommt, bekamen sie von mir nur die kalte Schulter. Auf Bäumen herumzuhampeln ohne einen Sicherheitsgurt oder Helm war natürlich auch ein absolutes No-Go, weswegen ich diese illegale Kletteraktion unverzüglich beendet habe. Wir sind Deutsche und wir haben Regeln. Nur Kräuche schwebt über dem Gesetz. Der darf das. Usain Bolt wollte auch nochmal sein Glück versuchen, doch nur mit seinen Beinen bewaffnet zu einer Armbrustschlacht zu kommen, ist eine eher mittelmäßig gute Idee, wie ihm, glaube ich, in diesem Moment hier klar geworden ist. Durchaus zufrieden mit der Zerstörung und dem Leid, welches ich über dieses friedliche Lager gebracht hatte, schnappte ich mir mein Gefährt und glitt wie ein Ritter der Neuzeit dahin, bis mir auf einmal Flickflack Florian begegnete und mir das Ergebnis seiner Bauchtanzstunden präsentieren wollte. Hätte er mal lieber an dem Kurs, wie man kein nerviges Stück Scheiße ist, teilgenommen, dann wäre ihm eventuell einiges erspart geblieben. Oh Mann. Fix zu einem Weg in der Nähe navigiert und schon flog ich in einem Affenzahn in Richtung Heimat. Gott, der alte Prankster fand es noch lustig, mir unterwegs ein Beinchen zu stellen. Ja, sorry für das Massaker mit der Schrot. Kommt nicht mehr so häufig vor. Ja, so funktioniert Gott halt. Man betet nicht zu ihm, um etwas zu bekommen, sondern klaut oder tut etwas und bittet dann um Vergebung. Wieder zu Hause angekommen, begrüßte mich Virginia und ich Kelvin. Und in Anbetracht der ganzen Arbeit, die ich hier noch vor mir hatte, war ich sehr verneigt dazu, mich einfach nochmal auf entspannt in irgendeine Höhle zu schwingen. Ich war ja mal ganz zu Beginn in so einer Anlage, wo ich irgendeine Schlüsselkarte zum Weiterkommen brauchte. In der Hoffnung, diese nun zu besitzen, wollte ich das mal auschecken. Da ich vor Ort voraussichtlich wieder mutantige Gesellschaft zu erwarten hatte, bastelte ich mir einige Knochenrüstungen und ist euch mal aufgefallen, dass die Animation schneller werden, je mehr man hintereinander von demselben Objekt herstellt? Mir bis jetzt nicht. Cool. Die Rüstung angelegt, wollte ich Kelvin nochmal kurz Schau sagen, doch da der Typ die Social Skills von einer aufgeplatzten Bratwurst besitzt, scheiterte diese nett gemeinte Geste und ich machte mich auf meinen Weg. Unterwegs noch kurz irgendwelche Markierungsdinger von den ureinwohnigen Kannibalen weggemacht und ich höre euch schon schreien, aber Jodarum, du musst die stehen lassen, das verärgert die. Bro, denkst du, ich würde in den zweiten Verteidigungswall ziehen, wenn ich auf Frieden aus wäre? Ach ja, und ich habe endlich einen Dosenöffner gefunden. Seit Tag 1 klumpen diese Dosen hier mein Inventar zu und das Super Mega Survival Experte, der Tiere jagen, kochen und essen kann, sowie dass du in der Lage ist, eine Festung aus Holzstämmen zu errichten, konnte ich ohne einen Dosenöffner natürlich nicht an den Inhalt dieser Konserven kommen. Axtmesser.
Messer, Machete, nein, der feine Herr braucht einen Dosenöffner. Ja, und was war letztendlich in diesen tollen Dingern drin? Verdammtes Katzenfutter. So, da wären wir auch. Wie frisch eingeölt, glitt ich in die Felsspalte. Deine Mama war etwas enttäuscht darüber, meinen Survival Drip nicht durch diese wunderschöne Handtasche aufwerten zu können und stand letztendlich vor der nun nicht mehr so verschlossenen Tür. Ich betrat eine Art Sportcenter und die dort herumliegenden Gestalten bestätigten mich mal wieder in meiner Denkweise, dass Sport und Touren Gräber und Uhren füllt. Den wahren Grund des vorzeitigen Ablebens meiner Mitmenschen konnte ich aber schnell ausmachen sowie ausschalten und weiter ging's durch die anlagige Anlage, welche nun zu einer Art Wellness-Oase mutierte. Ach ja, und man kann die Armbrust übrigens mit einem Laservisier verbinden, klingt in der Theorie nice, in der Praxis haben die Entwickler aber ein bisschen reingeschissen und man kann da weder durch Gucken noch beim Zielen den Laser selber sehen. Man baut sich damit also eigentlich nur einen Blockforce-Visier. Für useful wie eine Fliegengittertür in einem U-Boot befunden, baute ich diese ja mal maximal nicht füreinander bestimmten Komponenten wieder auseinander. Für den im Nebenraum herumkrabbelnden Doppelkind Dominik hatte ich schon eine verboten gute Frucht aus Garten Eden parat, den Granatapfel. Gezielt und geworfen mal wieder wie so ein überarbeiteter Berufsalkoholiker habe ich es doch irgendwie geschafft, das Vieh damit zu treffen. Während er sich noch über die Hitbox beschwerte, könnte ich mir seine mutantige Rüstung und setzte meine Reise durch die Anlage fort. Und ach du heilige Holy, schaut euch mal bitte das ganze Geld hier an. Fix noch eine weitere Schlüsselkarte gelootet und mich über die Unfähigkeit meines Charakters aufgeregt, eine Sofaecke beiseite zu schieben, öffnete ich eine weitere Tür und erhielt die Koordinaten eines Bunkers, den ich wohl in naher Zukunft mal auschecken sollte. Das Öffnen der nächsten Tür ließ ein Ei von mir spontan in bislang unbewohnte Stratosphären wandern. Doch der eventuell nett gemeinte Kommunikationsversuch der Dame schlug leider fehl, weil... Bro, was ist das? Sprichst du in QR-Code? Muss ich jetzt deine Fresse scannen, um zu verstehen, was du von mir willst? Ein gut gezielter Armbrustbolzen löste aber schnell und unkompliziert all unsere kommunikativen Probleme. Als nächstes betrat ich einen Kinosaal und nach einer kurzen Meinungsverschiedenheit mit dem Personal entdeckte ich eine neue Spielerei. Baby, da wird sich Kelvin aber wieder freuen. Wird er nicht. Doch wisst ihr, wer sich über die Kettensäge freut? Diese Baby... Ja, okay, auch hier hielt sich die Freude irgendwie eher in Grenzen. Kurz darauf waren wir beim Ausgang angekommen und noch kürzer darauf war ich auch wieder daheim und legte mich erstmal pofen, denn bei Tageslicht konnte ich die Verwüstung, die ich mit meinem Baumterminator hier anrichten werde, einfach besser betrachten. Und Junge, was buttert das Teil durch Stamm und Rinde? Ein Baum nach dem anderen schickte ich in einem Tempo in den Ruhestand, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ja, ganz eventuell habe ich ein klein wenig übertrieben. Mit den ganzen stämmigen Gesellen fing ich an, meine Hütte zu erweitern. Davon in vergangenen Expeditionen mein Inventar absolut zum Zerbersten voll war, wurde es mal Zeit für ein kleines Lager. Schaut mal, wie weit wir schon gekommen sind. Ah, Mann, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Oder, Kelvin? So, sorry, aber hier muss ich mal kurz Tacheles reden. Jetzt hier die ganze Zeit hatten wir Spaß und Freude und überhaupt, aber jetzt ist erstmal Schluss damit. Hier, da oben, da, genau da liegen einige Baumleichen. Und da oben ist auch ein Baumstammlager, welches Kelvin mit den direkt daneben liegenden Baumstämmen befüllen soll. Ich schicke die dann mit dieser Seilbahnvorrichtung hier in Richtung unserer Festung, wo ich gerade meinen Lagerraum am Errichten bin. Und jetzt ratet mal, wo dieser vom Intellekt her schon am Existenzminimum angelangte Montag unter den Menschen die Stämme herholt. Richtig, von hier unten und trägt sie dann wieder ganz nach oben. Was soll das denn? Junge, Kelvin, geh mal auf der Autobahn ein paar Lichter fangen. So, atmen und kurz meinem Gehirn ein bisschen Sauerstoff zuführen. Etwas, was dieser Hodenkobold hier wohl schon länger nicht mehr getan hat. Meine Bauarbeiten gingen aber richtig gut voran. So gut, dass ich mich dazu entschloss, Teile meines inneren Mauerringes abzureißen, um eine weitere Expansion der Hütte zu ermöglichen. In schierem Unglauben beobachtete ich noch Kelvin, wie er mit einem Stamm bewaffnet am verdammten Strand langlatschte. Versuchte mich aber einfach weiter auf meine eigene Arbeit zu fokussieren und musste zwischendurch immer mal wieder stehen bleiben, um genüsslich in meine Fertigpizza zu beißen. Mehr Fotos von meinem und anderer Leuts Essen sowie knackige Memes, geile Chaträume mit geilen Leuten bekommt ihr übrigens auf meinem Discord. Link in der Beschreibung. Überschlag Ümit hat mir noch einen Besuch abgestattet und verständlicherweise Kelvin angegriffen. Ey, keiner tut Kelvin weh außer mir. Doch mit ein paar Schüssen war auch das erledigt und sofort eilte ich zu Kelvin, um ihm aufzuhelfen. Oh Mann, Junge, du musst aufpassen, wo du rumlatscht. Ich dachte schon, ich hätte dich verloren. Ja, irgendwo tief in mir drin habe ich wohl doch noch ein Herz für Kelvin. Mittlerweile hatte ich sogar schon ein paar Solarpaneele aufs Dach geklatscht und meine Bude provisorisch verkabelt sowie mit ein paar Glühbirnen geschmückt. Und ich muss sagen, die geben echt gut Licht ab, was meine Produktivität die Nacht hindurch auf Hochtouren hielt. Meine ersten zaghaften Versuche, ein paar Schränke ins Lager zu stellen, wurden von Virginia ebenfalls approved und auch Kelvin hat die Nacht hindurch fleißig weiter Stämme geschleppt und wirkte ebenfalls entsprechend stolz auf seine Leistung. Als Belohnung gab ich ihn für die restliche Nacht frei sowie etwas Bequemes zum Anziehen. Ich selber machte mich daran, die Regale zu befüllen und fühlte mich dabei nur ein bisschen beobachtet. Ich rächte mich sogleich dafür, doch sein komplett unbeeindruckter Blick, während ich ihm einen menschlichen Schädel entgegenstreckte, ließ meine Nackenhaare zu Berge stehen und ich ließ ihn erstmal in Ruhe. Da Kelvin ja frei hatte, war es an mir, einige Stämme zu organisieren und dabei begleiteten mich einige freundliche Herrschaften. Und achtet mal drauf, ich bleibe hier einfach ganz gechillt und mache einfach nur mein Ding und die greifen mich an. Schaut mal, wie passiv ich hier bin, ganz entspannt die Stämme am Sammeln und...
Oh, ja gut, das hatte ich vielleicht falsch in Erinnerung. Ich beschloss noch einen Weg vor meinem Häuschen zu errichten, wofür ich aber den ersten Verteidigungswall komplett abreißen musste. Der wird bei Zeit noch neu gebaut, aber fürs Erste hatte ich wirklich genug vom Stämmer aneinander rein und ging dafür bei dem Expansionsprojekt meines Hauses komplett auf. So, pass auf, hier vorne ist noch immer unsere Haupttür, durch welche wir in unsere Hütte reinkommen. Die Regale hier sind mittlerweile leer und ich bin mir auch noch etwas unschlüssig, wie ich diesen Raum hier umgestalten möchte. Aber das ist sowieso ein zukünftiges Projekt. Dann kommen wir hier nach vorne ins Lager rein, in welchem die Gegenstände tatsächlich einigermaßen sortiert sind. Raus können wir hier auch und richtig fancy können wir hier vom Lager aus nochmal durch diese Tür hier und so rum aufs Dach schwingen. Das Dach selber ist aber auch noch so ein bisschen Work in Progress, also bitte nicht zu genau hinsehen. Die Terrasse sieht auch noch ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, aber ja, so ist der aktuelle Stand der Dinge. Habe, wie ja schon mal gesagt, versucht meine Base so zu errichten, dass ich überall möglichst schnell hinkomme, wo gerade nach meiner Person verlangt wird. Und mir gefällt der ganze Laden bislang eigentlich ganz gut. In Sachen Verteidigung muss ich mich aber natürlich mal ranhalten. So ein paar popelige Stämme werden zukünftig nicht ausreichen, wenn mir hier Mutanten und Kannibalen aller Art die Hütte einrennen. Der Bunker will auch noch erforscht werden. Ich habe gehört, es gibt noch so einen Hanglider, den ich definitiv mal auschecken muss, aber alles zu seiner Zeit. Warte mal, meine Tür war die ganze Zeit falsch rum. Warum hat mir das denn niemand gesagt? So, deutlich besser. Und hey, du. Ja, genau, du. Danke dir, dass du das Video bis hierher angesehen hast. Wir sind ja mittlerweile 20.000 Leute geworden. Meine Fresse. Ich hoffe, dass dir dieses Video in Überlänge gefallen hat. 20.000 Peoples, da kloppe ich mal ein 20-Minuten-Video raus, dachte ich mir. Schau auch gerne meinen anderen Mist, komm auf meinen Discord, gönn dir meinen Stream jeden Mittwoch um 18 Uhr hier auf YouTube, geh ein paar Fische döppen oder mach wonach auch immer dir beliebt. Ich wünsche dir was. Tüdelü.